eine süße Innenstadt, eine beliebte Hochschule, die Ostsee vor der Haustür. Ach, es lässt sich gut leben in Flensburg, oder? Und offensichtlich so gut, dass da auch einiges an kreativem Output bei rumkommt. Allein, wenn man mal in Sachen Musik schaut, die Popband Echt kam daher, Santiano kommen daher, auch Szenebands wie Turbostadt und Fischmob. Und jetzt soll es über Flensburgs Kreative einen Dokumentarfilm geben. Mensch, Flensburg soll der heißen. Und was da so drin vorkommt und wer, das hören Sie gleich bei uns in der Sendung von Binnenland und Vorderkant. Heute mit mir, ich bin Jessica Schlage, wünsche einen entspannten Dienstagabend. Das hast du ja nochmal bearbeitet, ne? Ja, genau. Michael Brüsehoff sitzt mit Kameramann und Cutter Wojtek Koschiuk vor drei großen Bildschirmen. Ja, auf jeden Fall. Neben ihnen im Regal stehen reihenweise alte Videokassetten. Daneben ein Super-8-Projektor. Hauptberuflich digitalisiert Brüsehoff alte Filme. Irgendwann fiel ihm auf, dass viele alte, schöne Konzertaufnahmen darunter waren. Die Idee für seinen Film war geboren. Gleich als erstes sprach er einen Musiker an, der schon seit Jahrzehnten auf Flensburgs Bühnen steht und mittlerweile mit Santiano deutschlandweit unterwegs ist. Andreas Fahner. Also ich habe ihm einfach nur von der Idee jetzt erzählt. Wir haben uns oben beim Museum getroffen und da haben wir einfach nur gequatscht und kam alles Mögliche hoch. Ne? Brüsehoff führt mit den Musikern keine Interviews im klassischen Sinne. Oft nennt er einfach nur Stichworte und die Künstler fangen an zu erzählen. Über ihre Jugend in Flensburg, über die erste Gitarre oder auch über ihr erstes Konzert. Über 50 Künstler hat er bisher interviewt. Besonderes Highlight, der Bassist Martin Wind. Er lebt mittlerweile in New York und hat sich für den Film selbst interviewt. Die Musiker, die in Flensburg geblieben sind, kennen sich fast alle untereinander. Und viele von ihnen stellen immer mal wieder was gemeinsam auf die Beine. Egal ob Popsängerin, Heavy-Metal-Gitarrist oder Aktionskünstlerin, Schranken gibt es so gut wie keine. Und genau das ist es auch, was für Brüsehoff die Szene ausmacht, über die er in dem Film berichtet. Solche Vielfalt. Und das habe ich bei ganz vielen Menschen hier entdeckt. Also hier ist viel Kreativität, viele Menschen mit ganz vielen Ideen. Und das ist das, was mich berührt. Also hier ist Energie. Als Jugendlicher wollte er selbst Musiker werden, sagt der Filmemacher. Doch seine Eltern hatten was dagegen. Er sollte was Vernünftiges lernen. Vielleicht, so sagt er, hatte er deshalb den Wunsch, jetzt ein Porträt über Kreative zu machen. Und dabei wird er natürlich auch selbst kreativ. Zum Beispiel bei der Wahl der Drehorte. Die sucht er gemeinsam mit seinem Kameramann aus. Nun, meistens gucken wir, dass der Ort irgendwie einen Bezug zu der Person hat. Das heißt, es ist manchmal bei denen zu Hause, ganz persönlich. Oder zum Beispiel im Volksbad. Der kleine Club am Nordertor ist ein Ort, der immer wieder genannt wird in Verbindung mit der Flensburger Kreativszene. Bands wie Fischmob, Turbostadt oder Deichkind hatten hier ihre ersten Auftritte. Und auch der Flensburger Singer-Songwriter Tom Klose stand hier schon auf der Bühne. Er produziert gerade sein erstes Album in Flensburg und fand die Idee zum Filmprojekt Mensch Flensburg von Anfang an klasse. Besonders, dass Filmemacher Brüsehoff kein Ur-Flensburger ist, findet er gut. Also ich glaube, mit so einer gewissen Distanz das zu betrachten, ist manchmal ganz, ganz gesund. Vor allen Dingen war ich mir lange Zeit nicht sicher, ob das wirklich besonders ist für Flensburg oder ob das wirklich in jeder mittleren Kleinstadt so ist. Erst durch das Gespräch und durch diesen Film quasi habe ich so mitbekommen, dass das schon auf jeden Fall was Besonderes ist, wie viele Bands und Musiker hierher kommen. Und die meisten von ihnen werden sich wahrscheinlich im November im Deutschen Haus treffen, denn dort wird der Film über Flensburgs Kreative dann uraufgeführt. Der Filmemacher freut sich besonders auf die Party an dem Abend, denn ihm geht es nicht nur darum, einen Film zu produzieren. Das lässt die Leute wieder miteinander reden, weil vieles ist in Vergessenheit geraten. Und gerade in der heutigen schnellen Zeit kommt man gar nicht mehr dazu. Also das weckt Interesse. Und für die Flensburger, die dann Interesse an dem Film haben, erscheint Mensch Flensburg auch auf DVD. Also, das war ja nicht schlecht, ne? Sehr gut war das sogar. Sebastian Panzani über Mensch Flensburg. Flensburgs kreative Szene, dokumentiert vom Filmemacher Michael Brüsehoff. NDR 1 Welle Nord. In Schleswig-Holstein zu Hause. You don't know.